ihr Lieben. Wir machen für euch jetzt Dickies-Zeugs auf. Von Chupa Chups machen wir mal ein kleines Mini-Unboxing. Ja. Und zwar heißen die Sticky Zoo. Da sind Surprises to Collect. Überraschungen zum Sammeln drin. Also ich fange mit einem anderen. Millet fängt schon mal an. Wir haben die in einem Fanpaket bekommen, 3 Stück. Also ich weiß nicht, wo man die herkriegt, falls ihr fragen solltet. Wir haben uns gedacht, das machen wir mit euch zusammen. Weil alleine macht es keinen Spaß. Sticky! Ja. Schauen wir mal, was da alles rauskommt. Also, da kommt Guck mal. Einmal ein Chupa Chups Erdbeergeschmack. Wie sieht das so im Mund? Ich mache schon mal so eine Hälfte auf. Und dann? Oh! Gibt's das? Oh, ich will es knallen lassen. Geht nicht. Oh. Toll. Ui, sind die cool. Ein Igel. 2 ausgepackt. Schön, ein Sticky. Ich packe mal den. Ui, cool. Okay, was kommt da raus? Ein Chupa Chup. Welcher Geschmack? Wo ist der Chupa Chup? Chupa Chup ist da drin. Schauen wir mal, welcher. Oh, nochmal Erdbeergeschmack. Sehr schön. Hey, Millet, was machst du da? Komm, Maus auf. Hahaha, sehr witzig. So, eine andere Figur und zwar ein, Millet, was ist das? Ein Nilpferd. Ah, ein Nilpferd. Ein Nilpferd. Aha, schön. Plups. Ich liebe diese Figuren, die kleben immer so. Mensch, ärgere dich nicht spielen. Vielleicht, wenn man 4 gleiche hat und die bleiben so kleben, dann kann ich niemand mehr rauswerfen. Stimmt, Millet? Haha, gute Idee. Ja, so schon. Hahaha. Und was kommt noch raus? Ich hab schon das nächste. Hast schon? Okay. Oh, diesmal haben wir eine Schildkröte. Eine Schildkröte. Schaut sie mal an. Ja. Eine süße Schildkröte, ja. Aber wieder ein Erdbeergeschmack. Nochmal. Da müssen wir jetzt mal eins aufmachen hier. Ich will lutschen. Kannst du auch lutschen? Oh, ich will lutschen. So. Hör auf. Nimm dein eigenes. Nein. Ja, nimm einfach. Und keine Ahnung, wie es schmeckt. So, 3 Lutscher, 3 Figuren, diesmal einmal 3 verschiedene bekommen, das ist schon mal gut, hahaha. Und probieren mal, wie der schmeckt, aber nicht schmatzen, gell, vor der Kamera, das geht mal gar nicht. Stimmt, habe ich recht, nicht schmatzen. Ganz brav, so macht man das. So tue ich immer Chupa Chups essen, Leute, ich zeige es euch mal. Ganz brav. Ja, man schmatzt nicht, man schlägt auch nicht umeinander, man tut es rein und der schmilzt von alleine dahin. Mach ich es richtig? Ja, genau. Okay, schmecken tut es auch gut. 3 verschiedene Figuren haben auch bekommen, das ist schon mal was. Keine Doppel. Einmal ein Igel, ein Nilpferd. Nein! Nilpferd. Ein Nilpferd. Oder ein Nashorn. Egal. Igel oder... Sieht aber wie ein Elch aus. Igel, Elch und eine Schildkröte. Die sind alle eine Farbe, außer das Weiß. Genau. Weiß. So, ihr Lieben, das war mal ein kleines Mini-Unboxing für euch von Chupa Chups. Wir wollten es nicht ohne euch machen, wie gesagt. Und wir essen hier jetzt mal weiter oder lutschen hier mal weiter. Schmeckt nämlich lecker. Und jetzt gehen wir mal kurz. Ah, zeig mal. Bleibt das bei mir auch gut? Ha! Bei mir hält es nicht. Du musst anlecken an den Knipseln. Lass mal. Hör mal auf zu lachen jetzt. So, jetzt hält es bei mir komplett mal da. Ihr Lieben, bei mir hält es nicht so ganz wie bei der Millet. Entweder
Nee, du hast einen Blechschaden, deswegen. Weil es heute so gut ist. Ich habe einen Blechkopf. So, ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Uns schon. Was macht die da? Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Brrr, abonnieren nicht vergessen. Daumen nach oben. Und unsere Videovorschläge wie immer anklicken. Tschüss. Tschüss.